Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video soll es mal um meine Meinung zu dem Neobroker Scalable Capital gehen. Ich habe ja als Broker momentan Scalable Capital und Trade Republic. Trade Republic habe ich ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit etwas über 2 Jahren. Scalable Capital ist dann im Nachhinein bei mir auch dazugekommen. Am Anfang möchte ich erstmal erklären, warum Scalable Capital überhaupt dazugekommen ist als zweiter Broker. Naja, zum einen mache ich natürlich sehr, sehr viele Videos um Broker oder Finanzen allgemein und da kam Scalable Capital immer mehr in der Werbung bzw. wurde immer mehr auch von anderen YouTubern genutzt und ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Produkt auf jeden Fall auch mal austesten. Das hat mir auch noch des Weiteren in die Karten gespielt, weil ich einen weiteren Broker gesucht habe, denn ich wollte meine Aktieninvestitionen, also Investitionen in Einzelaktien, von ETFs trennen. Ganz einfach aus diesem Grund, weil mein ETF-Portfolio komplett automatisch bzw. ohne irgendwelchen Handel laufen soll. Das heißt, die Sparpläne werden automatisch ausgeführt. Ich kaufe, verkaufe da nicht unnötig irgendwelche Sachen oder Einzelaktien. Ich möchte da strikt trennen, einmal ETFs und einmal Einzelaktien. Deshalb habe ich mir Scalable Capital dann eingerichtet und das ging natürlich auch wie bei Trade Republic alles sehr, sehr einfach und alles von zu Hause. Ich sag mal, da nehmen sich diese Neo-Broker wie Trade Republic oder Scalable Capital nicht viel. Der Anmeldeprozess ist sehr einfach, sehr schnell und sehr angenehm, meiner Meinung nach. Ich konnte bei beiden, also auch vor allem bei Scalable Capital, keine negativen Punkte sammeln oder keine negativen Bewertungen, sage ich jetzt mal, aussprechen, denn dort ging es genauso einfach wie bei Trade Republic. Tatsächlich ist Scalable Capital auch ein sehr, sehr günstiger Broker, halt ein Neo-Broker, ein moderner Broker, wo das Handeln sehr, sehr günstig gehalten ist. Ihr zahlt hier 99 Cent Orderpauschale oder ihr holt euch direkt eine Flatrate, ich meine für 3,99 € und könnt unbegrenzt Aktien handeln, also kaufen und verkaufen, ohne weitere Ordergebühren zu zahlen. Das heißt, wenn ihr wirklich viel traden wollt und viele Aktien kaufen und verkaufen wollt in kurzer Zeit, dann ist es höchstwahrscheinlich sogar für euch günstiger, auf Scalable Capital ein Abo einzurichten, womit ihr dann keine Orderpauschale mehr bei jedem Kauf und Verkauf zahlen müsst, sondern pauschal für die gesamten Orders quasi dieses Abo-System habt. Für mich ist das allerdings nicht so interessant, weil ich über Scalable Capital nur meine passiven Investments in ETFs laufen lasse. Kommen wir jetzt aber mal zu den Investitionen in die ETFs über Sparpläne. Das ist bei Scalable Capital oder da gibt es bei Scalable Capital auch ein riesiges Angebot von verschiedenen ETF-Anbietern und ihr könnt sogar schon ab 1 € im Monat in ETFs investieren. Meiner Meinung nach macht das keinen Sinn, 1 € pro Monat zu investieren, aber für alle sind somit quasi die Türen geöffnet ins Investieren und ihr habt bei Scalable Capital außerdem auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel euer Sparplan ausgeführt werden soll, wie oft im Monat, 1 oder 2 Mal und habt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wirklich euch dort auszutoben. Für mich ist es allerdings wie ja von Anfang an 200 € Investition in den Vanguard FTSE All-World pro Monat. Was jetzt allerdings dazu kommt, was meiner Meinung nach sehr, sehr angenehm ist, angenehmer als auf Trade Republic, ist, dass Scalable Capital automatisch euer Geld einzieht vom Konto, wenn ihr einen Sparplan eingerichtet habt. Das heißt, ihr müsst nicht jeden Monat die 200 € überweisen, sondern ihr könnt über SEPA-Lastschrift einfach den Betrag abziehen lassen. Das heißt, ihr braucht euch um nichts kümmern und könnt einfach passiv in ETFs investieren, was meiner Meinung nach für einen Großteil der Bevölkerung auch einfach die beste Methode ist zu investieren. Selbst ich, bei meinem Portfolio, ich sage lange nicht, dass ich irgendein Experte bin, aber auch bei meinem Portfolio kann man im Nachhinein sagen, hätte man einfach den MSCI World genommen und dort rein investiert, wäre es besser gelaufen. Ich meine, im Nachhinein kann man immer so viel in Kurse und Performance reininterpretieren. Ich denke trotzdem, dass ETFs für einen Großteil der Bevölkerung am besten sind. Und das wickelt Scalable Capital wirklich sehr, sehr einfach ab, sehr, sehr angenehm für den Endverbraucher. Nochmal eine kleine Randnotiz natürlich, falls dir dieses Video gefällt, lass sehr, sehr gerne ein Like da, abonniere auch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und falls du dich selber bei Scalable Capital anmelden möchtest, dann kannst du dies sehr, sehr gerne über den Link in meiner Beschreibung machen. Darüber würdest du keinen Cent mehr zahlen, würdest meinen Kanal allerdings extrem unterstützen. Ich werde dir außerdem hier nochmal ein Video verlinken, wo ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Scalable Capital eingerichtet habe oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Scalable Capital auf YouTube veröffentlicht habe, die du dir dann anschauen kannst. Ein weiterer Unterschied zu Trade Republic ist, dass ihr über Scalable Capital über 2 Börsen handeln könnt, und zwar die GetEx und die Xetra.
Es ist allerdings beim Trade oder beim Trade seht ihr immer die Kosten, die anfallen, und die Xetra ist dort etwas teurer. Trotzdem habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen den beiden Handelsplätzen zu unterscheiden und seid nicht wie bei Trade Republic an die Lang und Schwarz gebunden. Auch Scalable Capital finanziert sich natürlich über die Rückvergütung von Aktien und ETFs und natürlich auch teilweise durch die Sonderangebote, dass bestimmte ETFs auf Scalable Capital quasi gehandelt werden können. Genauso wie bei Trade Republic ist dann natürlich auch Scalable Capital von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs betroffen, wie diese Payment per Order Flow Regel demnächst weitergeht, beziehungsweise ob das noch legal ist. Trotzdem kann man hier sagen, Trade Republic und Scalable Capital als Neobroker sind dafür bekannt, dass die Gebühren sehr, sehr gering sind, und ich denke, dieses Markenzeichen werden die Broker sich auch nicht wegnehmen lassen. Man muss natürlich dazu sagen, die Preise sind natürlich nicht fix, man kann die Preise ändern als Broker natürlich, aber ich denke nicht, dass es dazu kommen wird. Ein weiteres Thema sind natürlich auch die Steuern, und auch hier ist natürlich Scalable Capital ein deutscher Broker, der die Steuer für euch abführen muss. Denn das Finanzamt lässt gar nicht zu, dass die Gewinne zu euch kommen, die ihr eigentlich versteuern müsstet. Die Broker an sich sind dazu verpflichtet, sofort die Gewinne abzuführen, und zwar für euch, ohne dass ihr irgendwas dafür machen müsst. Ihr habt natürlich die 801 Euro Freibetrag pro Jahr. Dazu habe ich euch hier auch nochmal ein Video verlinkt, in dem ich euch das detaillierter erkläre. Ich muss dazu sagen, auf Scalable Capital habe ich natürlich nicht so viele Käufe und Verkäufe abgewickelt wie auf Trade Republic. Das liegt daran, wie gesagt, dass ich nur ein ETF momentan dort bespare. Was ich allerdings dazu sagen kann, dass dort alles immer reibungslos abgelaufen ist, vom Einzug, vom Konto, der Ausführung des Sparplans und allgemein die gesamte Anmeldung und der gesamte Prozess, da habe ich keinerlei negative Erfahrungen sammeln können. Dazu kommt auch noch, dass ich auch schon von Scalable Capital Auszahlungen getätigt habe, Auszahlungen auf mein privates Bankkonto, und da auch nie Probleme aufgetreten sind. Das heißt, wenn ihr euch da anmeldet, so wie ich, alles richtig angebt, euch identifiziert, seid ihr ziemlich schnell oder habt ihr ziemlich schnell die Möglichkeit zum Aktienmarkt und könnt dann sehr, sehr einfach in ETFs und Aktien investieren. Im Vergleich würde ich sagen, dass sich die Broker nicht viel unterscheiden oder dass es da kein eindeutiges Ja oder eindeutiges Nein gibt. Wenn man jetzt dazu tendiert, nur ein oder zwei, sagen wir mal, ETF-Sparpläne zu haben, kann man auf Scalable Capital es vielleicht einfacher haben, weil das Geld vom Konto dort eingezogen wird. Es haben allerdings Scalable Capital und Trade Republic Vor- und Nachteile. Ich werde beide Broker langfristig führen bzw. pflegen, weiterhin Geld investieren, und zum Schluss vielleicht nochmal, ich finde Scalable Capital auch sehr, sehr gut geeignet für Anfänger. Gut, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video, mit meiner Erfahrung so ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, lass auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da, abonniere auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, und falls du dich bei Scalable Capital anmelden möchtest, schau dir doch sehr, sehr gerne das Video hier oben mal an, da habe ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf YouTube zu Scalable Capital veröffentlicht. Falls du dich über den Link in meiner Beschreibung bei Scalable Capital anmelden würdest, würdest du außerdem keinen Cent mehr bezahlen, aber meinen Kanal extrem damit unterstützen. Dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video auf meinem Kanal wieder und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.